So, nochmal starten mit dem Video. Da aus über die Hand vorne drauf, der Eindeckrahmen ist drin. Wir tun jetzt überall die USB-Platten. Auch diese Ecke mit dem, wo der Handdecker gemeckert hat, haben wir verbaut. Genau. Jetzt sieht man das nochmal. So, gehen wir mal kurz durch das Haus durch. Wunderschön, alles wie gewollt. Genau, der hat das gut reingespachtelt alles. Genau, Elektrik. Fleißig gearbeitet. So, Badezimmer. Die Ecken werden jetzt noch gemacht. Das ist noch nicht fertig. Das ist, genau. Ah, hier kommt der Schreibleier hin. Und die Steckdose links rechts, gegen dem Bett, wie gewünscht. Hier kommt der Schrank hin. Genau. So. So. So, so, so. Überall schön Hanf dran. So. Ah, ich bin nicht ganz fit, davon glaube ich, bin auch sehr unmotiviert zur Zeit. Genau. Parallel wird noch ein Kinderbett gebaut für uns. Genau. Überall Hanf, aber bitte nicht rauchen, ne? Dass ihr nicht irgendwie mal Bock habt, den Hanf wegzurauchen. So. So drei Lagen Hanf, ne? Also nicht irgendwie geschummelt oder so, ne? Also wirklich mehrere Lagen Hanf, wie ihr seht. Genau. Genau, so schaut so gut aus, würde ich sagen. Aber wie gesagt, heute wurde einiges gemacht. Heute, ja, also es schaut jetzt, weil es ist ja Q3 gespachtelt, also heißt Gipskarton und dann kommt Spachtelmasse rauf, geschliffen, Farbe, Feinspachtel, Farbe, geschliffen, Feinspachtel, Farbe, geschliffen, Feinspachtel, geschliffen. Ja. Und das ist schon das vierte Mal, also es ist Q4 gespachtelt. Das würde ich in der Dehnungsfunktion, wenn das Haus arbeitet, keine Probleme gibt.